Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Heute mal wieder mit einer wunderbaren Mod, denn das Team Virtual Simulazioni hat uns mal wieder beschenkt mit dem Ferrari F300. Gib doch mal Gas hier. Ah, so schön. V10 aus dem 3 Liter, also V10 Gebrülle aus dem 3 Liter Motörchen. Und natürlich das Formel 1 Auto aus dem Jahre 1998 und eine Ergänzung zum bereits erschienenen McLaren MP4-13. Den haben wir jetzt heute nicht dabei, aber wir wollten halt einfach mal beide in die schönen Ferraris reingucken, in den Ferrari. Und ja, welcher Simulation, was muss man dazu noch sagen? Die Dinger, die machen so schöne Dinger, was 3D-Modell angeht. Ach ja, und Jepp ist dabei. Entschuldigung. Hallo. Ach, hallo. Hallo, moin. Der steht da hinten rum in der Unschärfe. Ich guck mich schon. Mit Sabber aus dem Mund gucke ich mir schon ein Auto an hier, der wirklich von allen Seiten wunderschön aussieht. Link natürlich in der Beschreibung. Der klingt geil, der sieht super aus, der fährt sich gut. Hat allerdings keine Traktionskontrolle, wie wir eigentlich ja bei Automobilista gelernt haben, dass er die eigentlich hat. Naja, gut. Ich würde sagen, wir machen mal heute Monster unsicher, wir beide. Schön Zigarettenwerbung. Ach, das sieht einfach so toll aus. Wie bitte? Wie denn? Ich weiß nicht mal, vielleicht so mit 320 auf die erste Schikane anbremsen. Ich bin voll dabei. Wir gehen in die richtige Kamera. Zack, machen die Apps wieder an. Zack. Geht's los, wa? Alles klar. Ja, der hat Factory-mäßig hier im Spiel keine Traktionskontrolle. Obwohl die ja eigentlich 1998 mit Traktionskontrolle gefahren wurden. Das sind ja nur die Einstellungen falsch vom Auto irgendwie. Ja. Irgendwas korrupt, kann auch sein. Aber ich würde sagen, wir sind erstmal ein bisschen ruhig, weil das müsst ihr hören. Klingt doch schon mal arschgeil, oder? Yo! Yo! Ja, ich finde Sound auf jeden Fall richtig nice. Schönes Schreien. Und hat nochmal eine ganz andere Note als die Automobilista-Variante. Obwohl mir da das Runterschalten so ein bisschen besser gefällt. Es hat so ein richtig schönes Ballern und Peitschen da drin, das fehlt dir so ein bisschen. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie gut F-Mod solche Sachen darstellen kann. Ich weiß vor allen Dingen nicht, wie gut wir hier fahren werden. Es ist leicht bewölkt. Ich glaube, die Strecke ist auch nicht allzu warm. 7 Grad oder so. 7 Grad? Ich glaube, 10 ist das geringste, oder? Hä? Ich falsch gelesen. In die Bredouille gebracht. Er meint natürlich 70 Grad. Das Komma verrutscht. Ja, kann ja mal passieren. Ja. So, ja okay, nicht ganz 320. Oh. Auch noch ein bisschen spät. Aber wir fahren noch beide mit Standard-Setup. Da geht also vom Abtrieb her vielleicht noch ein bisschen was. Als auch von der Getriebeeinstellung. Boah, dann ist er weg. Da ist er weg. Ja, Schaden ist an. Nicht wahr? Yep. Bin kaputt. Was ist eine hängende Lippe jetzt, ne? Einen draufgekriegt. Oh, das klang gut. Da kommt übrigens morgen Assetto Corsa Video übrigens auch noch mit dem Königseck. Haben wir vorhin schon aufgenommen. Aber die Reihenfolge ist vertauscht. Hahaha. Ach was. Ja. Ich hätte übrigens vorher sagen können. Wusste ich ja vorher nicht. Das hat sich ja echt so ergeben. Die Karre ist nämlich brandfrisch draußen und wir waren gerade in der Aufnahme oder waren damit gerade fertig. Und dann haben sie gesagt, ey, hier noch F300 hinterher. Und einfach nur, damit ihr wisst, dass der Mod jetzt existiert und draußen ist. Einfach mal die Reihenfolge tauschen. Auf jeden Fall der Königseck morgen auch mit Sound-Update übrigens, wollte ich schon mal eben sagen. Ich will schon mal spoilern. Boah.
Oder irgendwie neben mir, kann man sagen. Ja. Boah, bist du vom Gas gegangen? Nee. Alter. Das ist richtig krass im Windschatten. Räder stehen bleiben? Ja. Leichte Räder stehen bleiben, gerne. Hier bist du übrigens Deutschlehrer. Fachbereich Neologismus. Und hier bitte Fremdwort für Ähnliches mit der Grammatik einsetzen. Ist das, wenn man sich neue grammatische Regeln überlegt und ausdenkt? Neogrammatismus? Ja. Alles klar. Neogrammatist, yep. Ich hab dich im Fadenkreuz. Oder im Antennenkreuz, eher gesagt. Ja. Hast du schon die neuen Schutzvorrichtungen gesehen, die die Formel 1 einführen will? Nee. Stelle dir das Auto als Flipflop vor. Und da, wo die Antenne sitzt, gehen zwei Striemen von rechts nach links, ja quasi zur hinteren. Meinst du so Schuhe, Flipflops? Ja, Flipflops. Ist ein bisschen überspitzt, aber so ähnlich sieht's aus. Stell dir einfach vor, du guckst jetzt nicht nur vor diese kleine Antenne, sondern die Antenne ist eine etwas dickere Säule, die dann nach rechts und links hinten über dich drüber oder so. Ja, mehr an dir vorbei quasi zum Cockpit geführt wird. Okay. Wenn also irgendwie ein Teil abspringt, was dich am Kopf treffen würde, wird es dadurch, ja ganz genau, wird es dadurch aufgehalten. Oh, voll. Boah. Ich hab gerade nach rechts geguckt und versucht, möglichst gerade auszufahren. Oh, geil. Hab kurz die Kupplung getreten, damit ich deinen Sound höre. Und, hast du ihn gehört? Nein. Oh. Mal heftiger Windschatteneffekten. Aber kein Wunder, so viel Downforce wie die Dinger entwickeln. Nein, sag's nicht. Nee. Gut. Totaler Insider zwischen zwei Leuten. Und ein paar tausend fragen sich jetzt, what the fuck? Aber egal. Nimmt sich persönlich. Wenn wir unter vier Augen sind, erzählen wir euch, worum es geht. Also wenn wir beide unter vier Augen sind. Ja, ja, genau, richtig. Müsst nur ganz genau zuhören. Ja, erzähl doch mal zur Formel 1 1998. Was ist denn da passiert? Ja, ich heftig. War hier Eddie Irvine, glaube ich. Vielleicht war ich auch Michael Schumacher. Ich fahre auf jeden Fall Schumi, glaube ich. Nicht steht irgendwo drauf. Eddie! Wer hat 98 gewonnen? Bestimmt Schumacher. Ja, ich glaube wohl. Ja, ey, da muss ich ja. Das ist ja richtig fies von mir, dass du mich da jetzt ins offene Messer laufen lässt. Ja. Erzähl du doch mal was von der 1998er Formel 1 Saison. Wie war das denn so damals? Ich habe keinen Kanal, wo mein Auto fährt. Ach nein? Nee. Stimmt. Tatsächlich. Timo ist mehr der. Jepp ist mehr der Bootsfahrer. Ja, keine Ahnung, wo man Schiffe fährt. Kann ich sagen, 98 im Hamburger Hafen, ja. So schön. Wie viele Container da gelöscht wurden. Ich weiß noch, der Tag wie heute, das war der 23. November. Queen Mary 1,5. Die gibt's. Die gab's. Ah. 90. Bis die Hälfte dann von Schiffsräubern geklaut wurde. Achso. Early Access. Jo.
So, ich werde langsamer. Ja, lass, ich konzentriere mich jetzt, glaube ich, mal ein bisschen. Oh, und lass mal ein bisschen fliegen. Ach so. Ja. Mal fliegen. Ist klar. Was ist da los? Wow, dann ist da los! Wow. Ja, genau. Jetzt wo der Schaden an ist, könnte man sich aber auch mal ein bisschen um die Reifen-App kümmern hier. Wenn die Temperatur zu hoch ist, gibt's Graining and Blistering, also die Reifen könnten Blasen werfen. Was aber nur passiert, wenn Schaden an ist, aber ich glaube... Ich bin mir gerade vor, wie jemand blasen wird. Ganz an. Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall viel zu langsam, um noch irgendwie annähernd in die optimalen Temperaturbereiche für die Reifen zu kommen. Deswegen jetzt mal Fersengeld und mal gucken, was da so geht, temperaturmäßig. Jetzt waren wir gerade, was war das, vorne rechts und vorne links bei 45 Grad, das ist natürlich viel zu wenig. Ja, 44. Ich kann aber auch die Bremse noch nicht wirklich gut einschätzen. Ich weiß nicht, wann ich wirklich bremsen muss und... ich kann die maximale Bremswirkung nicht einschätzen. Je langsamer du wirst, desto weniger Downforce hast du ja auch und dann bleiben die Räder eher stehen. Die maximale Bremswirkung ist gut. Ja, das stimmt. Mann, was ich damit sagen will, ich weiß hier nicht, auf Entfernung umzusetzen. Ja, ja. Das weiß ich auch, dass du es weißt, aber du hast ja recht. Ich muss ja erklären, was ich fühle und meine, sonst versteht es ja keiner. Ist doch richtig. Ja, ist richtig. Oh, Pluto. Geht aber schon ganz gut, ey, zu fahren. Ja, irgendwie schon, ne? Gut Spaß. 1,34, irgendwas war das jetzt? Geht, glaube ich. 36. Boah, aber guck mal, wie man hier verzögert. Ich finde den ohne Traktionskontrolle und ohne Fahrhilfen hier alles ein bisschen leichter zu fahren als die Automobilista-Version. Wobei ich da auch nicht genau weiß, ist es jetzt der 98er, ist es... Fahrzeug in ähnlichem Status sozusagen. Die Fahrzeuge haben sich ja auch von Rennen zu Rennen weiterentwickelt und unterschieden. Aber erster Eindruck ist erstmal, ich brauche keine Traktionskontrolle unbedingt. Ja. Das war bei der Automobilista-Version ziemlich tückisch. Allerdings waren wir da auch auf Suzuka unterwegs und da gibt es so ein, zwei Kurven, wo man dann auch wirklich aufpassen muss. Noch nicht wirklich schnell genug für Abtrieb. Das ist hier auf Monster vielleicht nicht ganz so gegeben. Da liegt noch mal Zeit. Eine schnelle Runde mache ich noch. Man entfernt sich immer ein Stückchen weiter. Ja. Ah, nein. Ja, okay, ich mache noch eine schnelle, aber nicht jetzt. Boah, es
wir hier von den Nobles runterkommen. Und nicht vom Jeb gerammt werden. Toll. Yeah. Oh. Oh, ich setze bestimmt gleich auf. Achtung. Ja, gut. Dann machen wir keine schnelle Runde mehr. Ich würde sagen, wir gucken jetzt hier nochmal ein bisschen was aus der Wiederholung an. Und ich sage danke fürs Zusehen. Schön, danke, dass ihr dabei wart. Danke auch an Jeb fürs dabei sein. Du hast eine dreckige Lippe übrigens. Lass doch was. Warte, komm. Ich mach das mal eben weg. Ja, schon viel besser. So. Road Rage, Road Rage. Die armen Autos. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Thank you.